liebe Freunde der großen Kleinbahn, willkommen bei einem neuen Video. Diesmal ist es mal, naja, ein bisschen fremd, ne? Weil ich, bei mir gibt es ja sonst immer Epoche 2 und 1. Diesmal haben wir mal Epoche 6. Willkommen im Pocker Lengefeld. Nach dem Intro. Freunde der großen kleinen Bahn. Ja, ich war in Pocker Lengefeld unterwegs zu einem Fremo-Treffen, was sozusagen der Gegenpol zu dem ist, was ich jetzt sonst so betreibe. Ich bin ja dann eher in der Epoche 2 und ab und zu mal in der Epoche 1 zu Hause. Das hier ist allerdings etwas, was ich Fremodern, ne, also im Gegensatz zu Frame Old, Frame Modern nennt und als Thema sozusagen die aktuelle Eisenbahn, so wie sie draußen rumfährt, hat. Ich habe dann als erstes, weil noch kein Betrieb lief, ein paar Bilder gemacht. Ich habe also alles, was wir jetzt sehen, sozusagen chronologischer Reihenfolge, so wie ich es aufgenommen habe, hier angeordnet. Dann ist auch mal wieder elektrische Bahn gefahren, mit und ohne Oberleitung, muss man dazu sagen. Hier war es mit, dann haben wir hier ein schönes Bahnbetriebswerk. Und es gab natürlich auch eine Schmalspurbahn, wie wir hier sehen, was ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches ist. Das ist ja nicht ein Thema der Vergangenheit, sondern heute gibt es ja noch zahlreiche Schmalspurbahnen, vor allem im Osten des Landes. Dann gibt es auf Treffen immer so diverse Überraschungen. Wer mein Projekt, also nicht mein Projekt, sondern unser Projekt Hirschberg kennt, na, das, da ist das Hirschberg in Schlesien gemeint. Hier ist es ein Hirschberg, was nicht in Schlesien liegt, sondern was hier ein Endbahnhof ist. Dann haben wir hier die ersten Bewegtbilder. Eine Baureihe 218 fährt hier ein Doppelstockzug und wir verfolgen das gute Stück. Ich fahre zumindest im Vorbild immer mal am ehemaligen Güterbahnhof Engelsdorf vorbei. Da stehen zahlreiche dieser Maschinen abgestellt. Neben diversen anderen Loks. Ja, hier muss ich die Bahre leider schuldig bleiben. Ich muss ja dazu sagen, ich habe ja von der Epoche 6 so gut wie gar keine Ahnung. Die 218 habe ich gerade gegoogelt. Ja, ein schöner Güterzug mit verladenen Sattelaufliegern. Da sind sie auf jeden Fall besser aufgehoben als auf der Straße. Ja, auch hier verfolgen wir mal die Lok noch ein bisschen. Ich sehe zwar hier irgendeine Nummer an der Seite, aber das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Das ist ja auch keine DB-Lok. Und hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo also Oberleitung vorhanden ist. Das ist zwischenzeitlich mal unterbrochen. Da fahren die Loks vielleicht auf Akku oder was auch immer. Das ist ja immer so ein Thema, wo ich dann oft hier, wenn wir hier den Triebwagen jetzt angucken, den Nahverkehrstriebwagen, das ist ja auch ein Thema, was immer mal diskutiert wird. Ich höre dann immer so, ja, ja, wer dies macht, der muss auch jenes, ne? Also wer, was weiß ich, da und das gern haben möchte, der muss dann auch mit Oberleitung fahren. Das ist natürlich Quatsch. Ja, wer mit Oberleitung fährt, der nicht, der
Das entscheiden die Beteiligten. Und das kann man natürlich persönlich jetzt als Zuschauer werden, wie man will. Man kann das gut oder schlecht finden. Hier geht es hauptsächlich um den Betrieb. Und die Lücken, die es jetzt noch gibt, die werden dann wahrscheinlich beim nächsten Treffen gefüllt. Wir hatten das ja auch in Magdeburg, wo dann bei TT, also nur Oberleitung auf sehr, sehr wenigen Modulen vorhanden war und dann da trotzdem elektrisch gefahren wurde. Ja, hier ein Autozug, auch hier richtig, dass die verpackt sind. Ne? Das ist ja so, wenn ich da jetzt hier irgendwelche Automodelle reinstelle, dann ist das zumindest in der heutigen Zeit ja nicht mehr ganz so. Die sind ja alle verpackt, damit sie halt, damit es halt keine Transportschäden gibt. Aber du hast ihn ausgefahren lassen. Ja. Hier mal ein Blick in den Schattenbahnhof. Ja, hier ist dann so ein Zug, ne? Der ist allerdings, glaube ich, das sind auch ältere Pkw-Modelle gewesen. Also hier ist dann auch ein bisschen gemischt, was so die Epochen angeht. Aber ich denke, auch da kann man drüber hinwegsehen. Das ist ja jetzt hier nicht so. Ich weiß nicht, die Volvos hier, die gibt es also schon lange nicht mehr. Das ist jetzt dann wahrscheinlich eher Epoche 5, aber oh mein Gott. Ja, das ist auch hier so eine spezielle Konstruktion. Wir haben einen Tunnel, dahinter sehen wir hier so ein, naja, so ein Tauchmodul, ne, wo es ein bisschen höher gesetzt wird. Und wir haben hier wieder den Heinz Hoffmann mit seiner Kamera, der hier wieder die Strecke abfährt. Hier hat er sich natürlich ein sehr schönes Stück rausgesucht mit diesen Gebirgsmodulen. Die also auch recht schön gemacht sind. Hier auch Oberleitung. Dann muss hier nochmal zurückgesetzt werden, damit er dann schneiden kann, weil in irgendein Wagen ist war ausgegleist. Und das ist hier quasi, was wir jetzt machen, ist quasi das Making-of für sein Video, ne? Also das ist für ein Teil. Na, das hat man schon mal in Kloppenburg, wo ich ihn da auch gefilmt habe. Das ist ja alles die gleiche. Und vor allem die äußeren Reihen, jenseits der Signale, kommst du da ja nicht hin. Ah, oh, wir haben ja Durchhaltevermögen halt beim Nerven. Ja, dann kommt der Nahverkehrszug entgegen. Und dann gibt es hier noch eine Überholung. Da kommt er. Der Railjet. Der übrigens, wenn ich das hier richtig mitbekommen habe, durch die Schweiz fährt, weil ich irgendwann mal, das sehen wir dann noch im Video, vor dem Schild stand, dass da die Schweiz endet. Hier ist DB Cargo unterwegs. Genau. Mit einem Kesselzug. Ja, also normalerweise heißt der Umlauf geht jetzt über. Unter Ludmilla vorn dran. Wo ich ständig höre, das hieße nicht Ludmilla. Aber wie das eben so ist, ne, Namen verändern sich. Und das, was früher so war, ist heute nicht zwingend. Genauso. Deshalb bleibe ich bei Ludmilla. Ja, hier sehen wir ein Stück schwarzer Oberleitung im Entstehen. Also eine Fangeinrichtung. Hier ist dann hier Adieu Schweiz auf der anderen Seite. Ja, willkommen in der Schweiz. Ja, also hier ist quasi die Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Wobei ich, wie gesagt, ich habe hier keinen Arrangementplan. Ich weiß nicht, ob hier auch noch ein Stück Österreich drin steckt. Da
Ich bin also dort rein, hab gefilmt und bin dann wieder raus in die Nachbarhalle, wo also TT war. Das ist noch ein eigenes Treffen gewesen. Dann haben wir hier noch einen Hafen. Und dann haben wir hier schöne Gleise mit Selbstbaugleise mit Holzschwellen. Und die Presse ist auch unterwegs mit einer Rangierlok. Ja, zurück zum Thema, also zu dem Thema, was ich gerade angerissen habe. Also nebenan war noch TT-Treffen, da habe ich auch gefilmt. Ich weiß aber noch nicht, ob da ein Video kommt, weil es da ein bisschen Diskussion gab, dass also da jemand nicht wollte, dass seine Module gefilmt werden oder veröffentlicht werden sollen. Ja, hier ist mir aufgefallen, diese Spannbänder. Deshalb habe ich das gefilmt. Hier haben wir mal noch die Schmalspurbahn in Bewegung. Ja, ich weiß also beim Vertonen dieses Videos jetzt noch nicht, ob das dann das TT-Video geben wird. Also ich habe da jetzt angefragt, wie da die Stimmung ist und je nachdem, wie dann die Entscheidungen sind, wird es das Video ohne die Module des betreffenden Kollegen. Das akzeptiere ich natürlich, wenn er das nicht will. Ich trage das auch niemandem nach. Das ist halt, ich habe es gebaut, ich entscheide, ne? Also das muss man dann akzeptieren. Auch wenn ich es ja natürlich nicht schön finde. Also ich kann jetzt heute nicht sagen, ob es dann jetzt das Video ohne seine Module gibt oder ob es gar kein Video gibt. Das lassen wir uns einfach überraschen. Ja, zurück zur Schmalspurbahn. Auch sehr schön gestaltet. Gut, der Modulübergang war jetzt glaube ich nicht so schön. Hat es doch ein bisschen geholpert, aber das ist ja auch nicht der erste Tag des Treffens. Da kann es passieren, dass sich immer mal noch was setzt. Ja, da wird an den Modulen wird auch immer mal gewackelt. Wenn jemand putzt oder so, dann wackelt manchmal das halbe Arrangement oder zumindest der Ast. Und dann kann es natürlich sein, dass da noch sich noch was verschiebt. Muss man halt dann nochmal rangehen. Das haben wir auf unseren Modultreffen in der Epoche 2 und 1 haben wir das natürlich auch. Tja, noch eine Einzel vorne, der Ludmilla. Und da sind wir nochmal zurück bei der Schmalspurbahn, wo hier gerade entkuppelt wird und eine Diesellok rangiert. Dann haben wir hier die moderne Form des Stellwerks, ne? Dass eben alles hier digital auf Bildschirm ist. Und nicht auf irgendwelchen Handhebeln. Ja, und dann fährt hier noch ein Containerzug aus und auch noch aufs falsche Gleis. Und das ist jetzt schon, naja, die letzte Sequenz hier im Video. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit. Ja, wünsche euch einen schönen Abend. Ja, ich erinnere auch mal wieder, ne, es gibt dann so die Funktion bei YouTube, dass man dann einen Daumen hoch geben kann oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dass man auch kommentieren kann. Ne, ist ja mal was Neues jetzt hier auf dem Kanal, dass da jetzt so eher modernes Material rumfährt. Und das ist sicher auch mal ein Kommentar wert. Ich denke mal, dass es so schnell nicht wieder passieren wird, dass da die Epoche 6 bei mir, zumindest was den Fremo angeht, bei mir zu Gast ist.